Der Film beginnt 1945 in einem Kriegsgefangenenlager in der Nähe von Nagasaki, Japan. Inmitten des Chaos eines Luftangriffalarms und alliierter Flugzeuge, die über ihnen fliegen, eilen japanische Soldaten herum, während gefangene amerikanische Soldaten um ihre Freiheit flehen. Yashida, ein junger japanischer Soldat, öffnet eilig Gefängniszellen, während andere sich auf den Tod vorbereiten. In all dem bemerkt Yashida, dass Logan ruhig zuschaut. Logan lehnt jedoch ab und resigniert angesichts der drohenden Zerstörung. Mit begrenzten Optionen schlägt Logan vor, dass Yashida in einen Brunnen flieht, um zu überleben. Während sich die japanischen Offiziere auf rituellen Selbstmord vorbereiten, zögert Yashida und kann es nicht durchziehen. Geschützt durch eine Metalltür überleben sie die Explosion, aber Yashida sieht Logans rasche Heilung von schweren Verbrennungen aufgrund seiner Mutation. In der Gegenwart erwacht Logan neben Jean Grey und wird von Albträumen über Nagasaki heimgesucht. Sie teilen einen zärtlichen Moment, aber Logans Traum wird entsetzlich, als er sich selbst sieht, wie er Jean schadet. Vernachlässigung der persönlichen Hygiene und Leben wie ein wildes Tier. Logans einzige Begleiter sind Whiskyflaschen und ein schwindendes Radio. Logan zieht sich an und verlässt seine Höhle, wandert durch die Natur in Richtung der nächstgelegenen Stadt. Unterwegs bemerkt er eine Bärenkratzspur an einem Baum und reißt sie instinktiv mit seinen Adamantium-Klauen auf. Kurz darauf trifft er auf einen massiven Bären, der überraschend freundlich zu ihm ist. In einem kleinen Lebensmittelgeschäft, um Batterien für sein Radio zu kaufen, beobachtet Logan eine Gruppe betrunkener Jäger, die sich auf eine Bergexpedition vorbereiten. Ein unverantwortlicher Jäger schießt sich fast selbst ab, was Logans Ärger über seine Fahrlässigkeit provoziert. Bei seiner Rückkehr in die Höhle schläft Logan ein, wird aber abrupt von Schreien des Schmerzes geweckt. Bei der Untersuchung entdeckt er das durch einen Bärenangriff zerstörte Lager der Jäger. Mit schwerem Herzen beendet Logan das Leiden des Bären und entfernt den giftigen Pfeil. Drinnen konfrontiert er den einzigen überlebenden Jäger und erfährt von dem Bärenangriff. Wütend spießt Logan die Hand des Jägers mit dem Pfeil auf und verlangt zu wissen, wer die illegalen vergifteten Pfeile benutzt hat. Die Spannungen steigen, als sich die Freunde des Jägers auf einen Angriff vorbereiten. Aber Yukio, die rothaarige Frau mit einem Sie, schüchtert die Jäger mit ihrem alten Schwert namens Danzin ein und überredet Logan, nachzugeben. Zusammen mit Yukio verlässt Logan in ihrem gemieteten Auto die Szene, nur um Polizeisirenen in der Ferne zu hören. Logan erkundigt sich nach der jungen Frau, die ihn beobachtet hat, und erfährt, dass sie von ihrem Arbeitgeber, Meister Yashida, geschickt wurde, um ein Schwert zu überbringen. Sie erklärt, dass es ihm gehört und dass Yashida sich persönlich bei Logan dafür bedanken möchte, dass er vor 70 Jahren sein Leben gerettet hat, da er jetzt im Sterben liegt. Trotz seiner Abneigung stimmt Logan zu, nach Tokio zu gehen und fühlt sich dazu verpflichtet. Während ihrer Reise enthüllt Yukio Logans Wunsch nach einem ehrenvollen Tod und seine Besorgnis über die Turbulenzen in Tokio. Bei seiner Ankunft in Yashidas Residenz bemerkt Logan bewaffnete Wachen aufgrund früherer Bedrohungen durch die Yakuza. Er wird für ein Treffen mit Yashida vorbereitet, der ihm das gleiche Schwert von damals präsentiert. Yashida offenbart auch seine Absicht, Logans Mutation auf sich selbst zu übertragen und Logan sterblich zu machen. Als er sieht, wie Yashidas Sohn seine Tochter Mariko misshandelt, greift Logan ein, um sie vor Verzweiflung zu retten. Trotz seiner anfänglichen Zurückhaltung lässt sich Logan von Yukio überreden, noch etwas länger zu bleiben und findet Trost in einer vorübergehenden Ruhepause. In einem entscheidenden Moment konfrontiert Shenzhen seinen Vater Yashida, der unverblümt erklärt, dass Shenzhen ungeeignet ist, ihr Unternehmen zu führen und ihn beschuldigt, es an den Rand des Ruins getrieben zu haben. Yashida offenbart seine Absicht, Mariko als seine Nachfolgerin heranzubilden, eine Vorstellung, die Shenzhen mit einem Lachen abtut, beharrlich darauf bestehend, dass dies niemals geschehen wird. Inzwischen findet sich Logan in einem albtraumhaften Traum wieder, in dem Jeans zarter Kuss in eine groteske Verwandlung übergeht, die von Dr. Green, Yashidas Onkologin, inszeniert wird. Während Logan mit dieser surrealen Begegnung ringt, wird sein Schlaf durch einen plötzlichen Aufruhr gestört, als Rettungssanitäter durch das Anwesen eilen und Yashidas leblosen Körper tragen. Tage später, inmitten der Feierlichkeit von Yashidas Beerdigung in Tokio, beobachten Logan und Yukio aus der Ferne, was den Zorn bestimmter Anwesender auf sich zieht. Ein einsamer Bogenschütze, der Schwüre flüstert, Mariko zu beschützen, wacht über der Zeremonie und verstärkt die düstere Atmosphäre.
Logans Instinkte werden lebendig, als er Gefahr spürt, als Mariko von scheinbar harmlosen Priestern in den Vordergrund geführt wird, deren verbundene Zugehörigkeit durch Yakuza-Tattoos verraten wird. In einem verzweifelten Versuch, sie zu retten, löst Logans Eingreifen Shinjins Wut aus und führt zu einer gewaltsamen. Mit Haradas Hilfe navigieren Logan und Mariko die gefährlichen Straßen, entziehen sich ihren unerbittlichen Verfolgern. Trotz ihrer tapferen Bemühungen und Shenzhens Einmischung sowie Logans rätselhafter Leiden behindern ihre Flucht und lassen ihr Schicksal im Schatten des Verrats schweben. Auf einem Schnellzug offenbart Mariko kryptisch ihr Ziel als das entfernte Anwesen ihrer Familie. Nach dem Verlassen der Toilette stellt sich Logan einer Gruppe von Yakuza-Angreifern. Mit schneller und brutaler Effizienz schickt er sie mit seinen tödlichen Klauen und roher Stärke aus dem Weg. Während die Auseinandersetzung auf die Außenseite des Zuges übergeht, kämpft Logan gegen Feinde und Hindernisse und klammert sich in einem prekären Überlebenskampf an den sich bewegenden Zug. Zurück an Marikos Seite erkennt Logan die drohende Gefahr, die sie am Ende ihrer Reise erwartet. Gemeinsam verlassen sie vorzeitig den Zug und wagen sich in die labyrinthartigen Straßen der Stadt auf der Suche nach Zuflucht. Trotz Logans Bestehen auf einem Versteck außerhalb der Reichweite der Yakuza, führt dies sie zu einem unscheinbaren Liebeshotel. Obwohl Mariko das seltsame Hotel eigenartig findet, hält Logan es für einen guten Versteckort. Während sie sich einrichten, beginnt Logan beängstigende Dinge zu sehen, die ihn an Jean erinnern, die er liebt. Doch ihre Ruhe wird zerstört, als Yakuza-Gegner Logan überfallen und ihm qualvolle Rache antun. Mariko eilt zu seiner Hilfe und setzt ihre tödlichen Fähigkeiten ein, um ihn zu verteidigen. Als Logan später wieder zu Bewusstsein kommt, findet er sich von einem unerwarteten Retter versorgt, dem Enkel des Hotelmanagers, einem Tierarzt. Dankbar, aber gedemütigt von der Hilfe des jungen Mannes, dienen Logans Wunden als deutliche Erinnerung an seine geschwächte Widerstandsfähigkeit, weit entfernt von der unsterblichen Kraft, die er einst besaß. Inmitten der labyrinthartigen Gassen trifft Dr. Green, alias Viper, auf Harada, ihr Treffen von Spannungen durchzogen, als sie ihre mutante Identität enthüllt. Während sich Mariko und Logan in Yashidas baufälligem Anwesen in Nagasaki verstecken, tauchen sie bei einem gemeinsamen Mahl in Offenbarungen ein. Mariko vertraut sich Logan an und erzählt von ihrer angespannten Beziehung zu ihrem Vater und der bevorstehenden Enthüllung ihres Erbes. Die Wahrheit hinter ihrer Verlobung mit Noburo und ihre anhaltende Zuneigung zu Harada kommen ans Licht und ihre bewegte Vergangenheit wird beleuchtet. Trotz ihrer Nähe bleibt Mariko fest entschlossen, den Standort ihres Zufluchtsortes vor Yukio geheim zu halten. Während Logan den einheimischen Beai der Beseitigung von Straßenhindernissen hilft, löst ein vertrauter Anblick Erinnerungen an seine frühere Begegnung mit Yashida aus. Erinnerungen an ihre Bindung inmitten der Verwüstungen des Krieges kommen wieder hoch, verflochten mit Yashidas ergreifendem Geschenk eines Schwertes. Marikos Nachdenken über die zyklische Natur des Lebens inmitten der Narben der Geschichte führt zu tieferen Reflexionen. Mitten in ihren geteilten Enthüllungen bleibt Logans rätselhafte Verbindung zu Jean unbeantwortet und deutet auf ungelöste Geheimnisse hin. Während sie die Echos ihrer Vergangenheit navigieren, finden Mariko und Logan Trost in ihrer neu gefundenen Kameradschaft und schöpfen Kraft aus ihrer gemeinsamen Reise. Mit Einbruch der Nacht finden Mariko und Logan Trost in der Umarmung des anderen. Ihre Intimität schmiedet eine Vertrauensbindung. Logan, von der Erscheinung von Jean verfolgt, enthüllt endlich die Komplexitäten ihrer tragischen Liebe und offenbart die herzzerreißende Wahrheit hinter ihrem Tod. Das Morgenlicht bringt Chaos, als Marikos durchdringende Schreie die Stille zerbrechen und auf die unerbittliche Verfolgung der Yakuza hinweisen. Trotz einer Schusswunde zieht Logan wichtige Informationen heraus und entlarvt Marikos verräterischen Verlobten, Noburo, als Drahtzieher ihrer Entführung. Zusammen mit der unerbittlichen Yukio starten sie einen rastlosen Streit um Gerechtigkeit, angetrieben von Visionen von Logans bevorstehendem Untergang. Als sie Noburo konfrontieren, erfahren sie, dass er Teil eines großen Verrats ist. Aber während sie damit umgeht, entsteht eine gefährliche Situation. Eine Gruppe von in schwarz gekleideten Ninjas kommt zu ihrem Haus. Diese Ninjas werden von Hirata und Viper angeführt. Sie enthüllen einen größeren Plan für Mariko, der alles, was sie über Macht und Loyalität zu wissen glaubte, verändert. Als Logan und Yukio ankommen, sehen sie die Folgen eines gewalttätigen Angriffs.
Sie folgen den Hinweisen zu Yashidas geheimem Ort, wo sie ausgeklügelte medizinische Geräte finden, die erklären könnten, warum es Logan immer schlechter geht. Sie finden auch eine geheimnisvolle Botschaft, die Logan auffordert, zu einem anderen, weit entfernten Ort von Yashida zu gehen. Mit großem Entschluss beschließt Logan zu ermitteln und findet ein Metallteil in seinem Herzen, das Viper dort platziert hat. Auch wenn Yukio ihm nicht glaubt, ergreift Logan die Initiative und macht sich auf, das gefährliche Implantat loszuwerden. Während Yukio Logan tapfer verteidigt, kämpft er mit starken Schmerzen, um das Metall aus seinem Herzen zu entfernen. Schließlich kehren Logans Heilungskräfte zurück und er stellt sich Shenzhen. Anstatt ihn zu töten, entscheidet sich Logan, ihn mit der Schuld seiner Taten leben zu lassen. Doch Shenzhen kommt immer wieder nach Logan, was zu einem Showdown führt, bei dem Logan Shenzhens Leben beendet, um sich selbst zu schützen. Nach seiner Rückkehr in Yashidas Zimmer unterstützt Logan Yukio, unbeirrt von ihren Warnungen vor einer Falle, die ihn in der Einrichtung erwartet. Als er weiter voranschreitet, deuten seltsame robotische Designs auf die finsteren Machenschaften hin, die darin lauern. In der bergigen Landschaft trifft Logan auf Hirata, der ihn drängt zu gehen, aber Logans Entschlossenheit bleibt unerschütterlich. Ihr Zusammenstoß ruft die Aufmerksamkeit von Harada hervor, dessen Unglauben an Logans schnelle Heilung zu einer heftigen Konfrontation führt. Während Logans und Haradas Kampf intensiver wird, greift Yukio ein und entfesselt ihre Wut gegen ihre Angreifer. Inmitten des Chaos opfert sich Logan, um ihre Verfolger zu stoppen, und löst eine katastrophale Explosion aus. Verletzt, aber unbeirrt, setzt Logan seinen Weg fort, nur um einem Hagel von mit Vipers Gift beschichteten Pfeilen zum Opfer zu fallen. Gefangen und gefesselt in der Einrichtung steht Logan Viper gegenüber, die ihm zu seiner Leistung gratuliert, den Parasiten aus seinem Herzen entfernt zu haben. Als Mariko um Hilfe schreit, sieht sich Logan einem riesigen Samurai aus Metall gegenüber, einer seltsamen Kreation, die Viper geschaffen hat, um mit seinem starken Skelett umzugehen. Festgehalten und hilflos droht Logan, seine Klauen zu verlieren, als Mariko sich geschickt gegen Hirata wehrt und Logan die Chance gibt, zu entkommen. Mit Marikos Hilfe gelingt es Logan, sich zu befreien, und er entkommt nur knapp Vipers Gefangennahme. Harada tritt ein, um zu helfen, dealt mit Viper und ermöglicht es Logan und Mariko, gemeinsam zu fliehen. Im Herzen der Einrichtung eskaliert die Konfrontation zu einem Kampf der Titanen. Viper wirft ihre Fassade ab und enthüllt ihre wahre reptilische Form, während der Samurai aus Adamantium Logan mit unerbittlicher Entschlossenheit in die Enge treibt. Während die erhitzten Klingen des Samurais drohen, Logans Adamantium-Klauen zu durchtrennen, trägt Vipers böse Präsenz zum Chaos bei. Yukios Ankunft bringt eine neue Dynamik in das Getümmel. Ihre geschickte Fertigkeit bietet einen Hoffnungsschimmer inmitten des Tumults. Mit Haradas Hilfe beginnt sich die Situation zu ändern. Er kämpft gegen den starken Samurai, wird aber schwer verletzt. Logan erinnert sich an sein Wissen über die japanische Kultur und verwendet das Schwert des Samurais, um zu kämpfen. Der Kampf wird intensiv und Logan schafft es, dem Samurai den Kopf abzuschlagen und durch die Wände zu brechen. Wird auch schwer verletzt und ist dem Tod nahe. Sie findet auch Logans Klauen auf dem Boden, was zeigt, wie hart der Kampf war. Logan versucht aufzustehen, aber der Samurai trifft ihn hart, bricht seine verbleibenden Klauen und verursacht ihm große Schmerzen. In der Zwischenzeit verletzt Viper Yukio, aber Yukio wehrt sich und tötet Viper, indem sie etwas Schweres auf sie fallen lässt. Als der Staub sich legt, sieht sich Logan einem unerwarteten Verbündeten gegenüber. Die in Rüstung gekleidete Figur offenbart sich als nichts anderes als Yashida, angetrieben von einer verzweifelten Suche nach ewiger Jugend. In einer beunruhigenden Wendung der Ereignisse entzieht Yashida Logan seine Lebenskraft, verjüngt sich auf Kosten von Logans Vitalität. Aber Mariko, von rechtschaffener Wut angetrieben, greift ein, stellt sich ihrem Großvater und versetzt ihm einen entscheidenden Schlag. In einem letzten Akt der Trotzhaftigkeit zerschmettert sie Yashidas Illusionen der Unsterblichkeit, lässt ihn kraftlos und machtlos zurück. Als Logan sich aus den Klauen von Yashidas finsterer Vorrichtung befreit, kennt sein Zorn keine Grenzen. Mit einem urzeitlichen Gebrüll durchbricht er die Verteidigung der Rüstung und setzt seine Knochenklauen gegen den gealterten Bösewicht ein. In einem dramatischen Kampf besiegt Logan Yashida und lässt ihn in den Abgrund stürzen. Tage später, inmitten von bittersüßen Abschieden, trennen sich Mariko und Yukio von Logan und brechen jeder für sich auf ihre Reisen auf.
Doch als Logan alleine ins Flugzeug steigt, greift das Schicksal ein und Yukio verspricht, an seiner Seite als seine treue Beschützerin zu stehen. 2 Jahre vergehen und Logan findet sich in der alltäglichen Routine der Flughafensicherheit wieder, nur um von einem unerwarteten Gegner, Magneto, konfrontiert zu werden. Während metallene Objekte um sie herumschweben, bereitet sich Logan auf einen Kampf vor, nur um von Magnetos Warnung vor einer drohenden Bedrohung für die Mutanten überrascht zu werden. In einer faszinierenden Wendung taucht Charles Xavier lebendig und wohlauf auf und trotzt allen Erwartungen. Während Logan mit dieser Enthüllung ringt, schließt der Film mit dem Versprechen eines neuen Kapitels ab, während alte Verbündete sich vereinen, um den formidablen Herausforderungen entgegenzutreten. –